Ich begrüße euch zu Part 31 von dem Let's Play Zombie. So, wundert euch nicht, dass hier hinter Ruhe ist. Ich habe die tatsächlich hier alle weggekillt, hat ein bisschen Pistolenmunition gekostet. Aber wenn ihr hier so schaut, da hinten, da seht ihr auch, mit dem Scanner noch besser, da ist nämlich eine Tür und die ist versperrt. Und da konnte ich die alle, da haben die immer alle rumgehämmert und da habe ich die halt weggematcht. Jetzt geht es aber darum, dass wir hier raus müssen. Das ist diese besagte Tür. Die ist auch von der anderen Seite verriegelt, also müssen wir erst irgendwie da hinkommen. Und da gibt es für mich nur diese Lösung. Wer liegt denn da? Kommen wir da jetzt hin? Ach, hinter den Fässern. Da kam der Taucher-Zombie wohl her, oder was? Okay. Ist gut, dass wir dann nicht durchgekrochen sind, sonst wäre man denen nämlich direkt in die Falle gelaufen. Hier um die Ecke lag der. Wer auch immer das ist. Irgendein verrotteter Zombie. Oh, schaut mal da. Hier geht's zum Safehouse, aber wir sind ja noch frisch. Also eine Folge weit. Der hat doch tatsächlich nicht den... Mal hier so ganz gepflegt umgucken. Kriegen wir die von hier oben? Okay, der ist tot. Ey, immer wenn ich die sehe. Okay, jetzt ist da noch einer hinter. Schauen wir uns gleich in Ruhe an. Meine Munition nimmt schon wieder rapide ab. Ich kann ja nicht springen.
Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Ach du Scheiße. Bevor wir hier jetzt durchgehen, gehen wir mal hier runter, weil der Zombie hat uns ja den Weg schon vorgegeben. Leuchtrakete. Pistolenmunition und ein Infizierter. Ganz ruhig. Feuerkraftaufwertung. Ihr seht, es lohnt sich also zu scannen. Nee, ich gehe mal lieber hier so schön langsam. Zwischen den Beinen, auch geil. Ich habe Panik, dass da einer aus dem Wasser rauskommt. Ich möchte ja hier nicht auf den letzten Metern. Auf den letzten Metern hier noch meinen ersten Überlebenden verlieren. So langsam wird die Mund knapp. Also das taktische Gewehr ist nicht unbedingt schlecht, aber hat eine unwahrscheinlich scheißige Schusssequenz. Er hilft alles nichts, wir müssen hier nochmal rüberklettern. Den schubsen wir mal runter. Reinkriechen. Oh, guck mal da hinten. Habt ihr gesehen?
Was ist denn jetzt mit ihr? Die habe ich voll ans Brett genagelt. Seht ihr das? Komm, wir gucken nochmal genau hin. Da war noch ein Zombie. Jetzt ist die Frage, was ist mit ihr? Ich habe nur noch einen Schuss. Gehen wir mal weiter. Oh, ist das spannend. Wieso hat sie Pistolenmunition da liegen? Wie soll man denn da hinkommen? Ich habe Angst, hier runterzufallen. Auch leer. Also lassen wir die mal ganz in Ruhe, würde ich sagen. Ah, wo geht's denn jetzt hier lang? Also siehst die Krönung, die habe ich voll ans Brett genagelt. Stell mir nur die Frage, wie man da rein und da rüber kommen will. Cool, ne? Tschu, weg ist er. Ah, jetzt ging der Wecker. Ich habe mich wieder voll erschrocken. Die Leiter hoch. Thank you.
Ja, der Zombie-Taucher hat die direkt hier weggefetzt. Ich überlege gerade, das kann doch hier aber doch nicht. Was ist denn das hier für ein Ding? Das kann aber doch nicht die Seite gewesen sein. Ja, wie dem auch sei, hier bleibe ich auf. Ach nee, da kommt die Tür, da seht ihr das ja jetzt. Hier ist eine Leiter. Genau, und hier, da ist der Schlitz. Ja, wunderbar, dann haben wir das bis hierhin auf jeden Fall geschafft. Jetzt machen wir hier noch die Tür auf. Das war sehr moonbelastend. Ja, und hier machen wir jetzt den Cut und im nächsten Part gehen wir dann die Leiter hoch. Drei Plätze haben wir frei. Hocken uns jetzt erstmal hier hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, weil die drei Zombies, die da runtergefallen sind, die sind mir lattenegal. So long, bis zum nächsten Part. Euer Agent Peanut.